Heute reißen wir den Windtempel ab und klatschen endlich Ganondorf. Jetzt geht's los, Leute! Ja, und damit herzlich willkommen zu Retro Madness am Dienstag. Freut mich, dass ihr schon so zahlreich eingeschaltet habt. Herzlich willkommen, Leute, zum Stream und zum Finale von The Legend of Zelda Wind Waker Randomizer. Endlich ist es soweit. Ich weiß, wir waren das letzte Mal schon richtig nah, aber heute klatschen wir Ganondorf. Das weiß ich. Und wir ziehen das auch heute hier gemeinsam durch. Also erstmal ein herzliches Willkommen an den Chat. Guck mal, 4 Leute schon. Mann. Ich sehe hier den guten Fluxer, Aimline Danke, Soras und natürlich Mr. Mega Andy. Ja, einen wunderschönen, Leute. Herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr habt auch so richtig Bock hier drauf. So, und als allererstes müssen wir scheinbar die Iron Boots ausrüsten. Und hier mal das Dekublatt. Und vielleicht sollten wir unseren Begleiter mitnehmen. Denn ja, so wie im Erdtempel gibt es hier auch einen kleinen Begleiter, den wir mitnehmen müssen. Ja, komm mal mit. Mit dem wir das Ganze hier lösen müssen, das ganze Rätsel, den ganzen Dungeon. Das ist natürlich die Frage. Kann ich den da mitnehmen? Okay, warte mal kurz, Kleiner. Ey. Okay, was hat es mit diesen komischen Stellen im Boden auf sich? Kannst du da irgendwas tun, mein Junge? Kann er da? Will er da? Bin mir nicht sicher. Wird natürlich irgendeine Fähigkeit haben. Okay. Geht ja schon gut los hier. Shit. Okay, alles klar. Ich sehe schon, worauf das hinausläuft. Perfekt, um erstmal reinzukommen, würde ich sagen. Da wollte es wissen. Okay, wir schalten erstmal hier den Ward frei. Kann ja sein, dass wir den brauchen, ne? Das kann ja gut sein. So, den kleinen Kumpel hier können wir steuern mit einer Melodie. Und zwar hoch, hoch, runter, links, rechts, links. Gucken wir mal. Hoch, hoch, runter, links, rechts, links. Okay, ich stehe vor ihm. Ich dachte, das wär's. Moment, müssen wir vielleicht... Command Melody. Rechts, Mitte, links, Mitte. Rechts, Mitte, links, Mitte. Okay, so können wir die Kleine übernehmen. Und das hier sieht doch so aus wie so eine Stelle, wo man eigentlich etwas pflanzen kann. Gut, das läuft schon mal. Alles klar, ich dachte, das würde uns den Weg ebnen, aber... Aber... Dann ist das scheinbar nur dafür da, um ein bisschen Loot zu kriegen. Aber ist okay. Loot ist natürlich auch gut, was soll ich sagen. Okay, der kleine Knirps macht uns auf jeden Fall hier erstmal den Wind aus. Sehr nett. Und wir gucken mal, was uns hier an Loot erwartet. Aha! Okay, perfekt. Genau das, was wir brauchen. Erstmal schön den Schlüssel für diesen Dungeon. Geht gut los, muss man sagen. Okay, Mechanik für diesen Dungeon haben wir auch raus. Auf diese Plattform. Iron Boots anlegen und weg damit.
Sehr schön. Haben wir raus. Kriegen wir hin. Ja, dann komm mal mit, mein Kleiner. Komm mal mit. Oh, Junge. Keine Bedrohung, alles schick, alles gut. Lass mich aber auch in Ruhe hier. Okay, ein Windsturm, das ganze Brett geht auf. Und wir sind good to go. Das resettet das Ganze. Wir lassen den Kleinen mal kurz runter. Müssen nochmal die Melodie spielen. Nein. Und ihn hier auf die andere Seite bringen. Lauf, Kleiner, lauf! Ah, das ist schon putzig. Das ist schon putzig. So, Bäumchen Nummer 1 und Bäumchen Nummer 2. Das ist doch jetzt bestimmt nur, um uns den Weg frei zu machen, oder? Na klar. Oh, ihr Miesen, da seid ihr da am Arsch der Welt, oder was? Ist okay, flieg da hinten ruhig rum. Ich hab genug Pfeile. Kein Thema, sag ich ja. Okay, also einmal umschauen. Neuer Raum, neuer Raum. Abgrund, der uns aber nicht killt, alles klar. Oh, hier ist wieder so ein Gefäß, was wir zum Schnellreisen, zum Teleportieren benutzen können. Das schalten wir kurz hier frei, so. Könnte ja nützlich sein. Gut, haben wir auch. Jetzt die Frage, können wir mit dem Kleinen... Wir fliegen erstmal... Huch! Wir fliegen erstmal nur mit dem kleinen Knirpser hoch. Und pflanzen ein paar Bäumchen. An die kann ich doch bestimmt mich rangrabbeln, oder? Nee? Ach doch, Hookshot vielleicht. Moment, doch. Das wäre jetzt nämlich so das Einzige, wie ich da irgendwie hochkommen könnte. Allerdings haben wir noch zwei verschlossene Türen. Okay, wir hoffen mal, dass die drei Bäume dafür sorgen, dass das Brett auch aufgeht da hinten. Das sollte es eigentlich sein. Ah, okay. Beide gehen auf. Was sagt der Chat? Richtung Norden oder erstmal Richtung Osten? Jetzt von uns aus gesehen, ne? Von dem blauen Pfeil aus. Was denkt ihr denn, Leute? Haut mal einen Chat, ne? Ich möchte auch hier mit euch quasi interagieren. Haut mal raus. Wo sollen wir lang? Richtung Norden oder erstmal Richtung Osten? Bitte mal in den Chat hauen. In der Zeit warte ich kurz. Genieße es ein bisschen. Wir auch mal hier. Sounds habe ich schon gecheckt, Leute. Die funktionieren. Ganz klar. Sora sagt Norden. Na dann. Cypex, I think that dog shot. Ja, na klar. Richtung Norden wird gemacht. So, jetzt schauen wir mal. Alle drei Bäume easy peasy mitgenommen. So, komm mal ran, ihr Kleiner. Wir müssen los. Yo, und Flux hat Mr. Mega Andy erstmal ein Abo geschenkt. Warte mal, da muss ich mal hier Danke sagen, mein Guter. Und Enter. Guter Mann, guter Mann. Ja, vielen lieben Dank dafür auf jeden Fall. Das ist mega nice von dir. Das ist mega nice. So. Ja, Andi, ich hoffe, dir gefällt natürlich das Herz. Und, ja.
Beim nächsten Giveaway kannst du natürlich auch mitmachen. Das ist ja dann ganz klar. Jetzt müssen wir erstmal mit dem Licht fallen. Bam! Headshot. Okay, hier geht's wieder tief runter. Ey, wo ist der Knirps? Warte. So, Norden, nächster Raum. Mann, Leute, Leute, Leute. Ich glaub, wir sind jetzt schon 11 Subscriber. Kann das sein? Das ist mega nice. Ich mega nice. Mann, 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 Mann. Ach. Kamera ein bisschen daneben hier. Und landen. Und erstmal ein Bäumchen pflanzen, ne? Ganz wichtig. So, einmal hier rüber. Nein! Lass den Kleinen in Ruhe! Nein! Ihr miesen Schweine! Ja, komm ran hier. Komm ran auf den Meter. Ich glaub ja wohl. Bam, get sniped. Okay, jetzt die Frage. Können wir den Kleinen von hier unten anhauen? Ja. Oh, perfekt. Oh Gott, Tentakel. Oh Gott, noch mehr Tentakel. No. Kann er klettern? Er kann nicht klettern. Flieg, mein Junge, flieg! Okay. Ja, Richtung. Kleiner Helikopter muss durchziehen hier. Oh. Da sind wir auch schon. Zweites Bäumchen. Die komischen Skelette haben wir alle weggemacht. Energie müssen wir gleich mal aufladen. Das ist ganz wichtig, glaube ich. Unser Mana, ne, unsere Magiekraft. Denn, ja, das wird noch so eine Ressource. Da muss man, glaube ich, echt hinterher sein. Oh, nö. Warum ist da eine Hand? Och, das ist uncool. Okay, pflanzen wir das Bäumchen, mein Kleiner. Und dann... Ah, sehr schön. Zieh dich mal hier so ins hohe Gras. Da bist du gut getarnt. Wir müssen erstmal hier ein bisschen... Genau. Energie ranholen. Ah, perfekt. Und dann schon mal darauf vorbereiten, so ein bisschen da oben das Grabschähnchen kaputt zu machen. Wir rüsten dazu natürlich den Boomerang aus. Der hat sich ja mehr als bewährt gemacht bei den Viechern. Ja, genau. Ich lasse dich nämlich nicht einfach am Leben. Denn ich sehe schon, komm, du grabbelst mich von hinten, wenn ich es am wenigsten erwarte. Nee, 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 nee. So, Kleiner, wir holen dich mal... Pfeile. Nice. Hol dich mal da raus. Und dann sind wir hier... Warte mal, wir machen mal die Karte auf. Wir waren vorher... Hier, wir sind Richtung Norden. Okay, alles klar. Ach, jetzt sind wir quasi... in einem Raum, der mehrere Zugänge hat, über mehrere Ebenen sich erstreckt. Genau, da unten sehen wir es. Mal gucken, wie hoch geht das? Ist ja immer ein gutes Zeichen, wenn man bei so einem Raum, ne, von oben nach unten klärt. Kann man ja nämlich immer erst mal gucken, was überhaupt zur Phase ist. Sollte ich mir mal kurz absetzen? Nee. Und dann muss uns der, ich nenne ihn jetzt einfach weiterhin Knirps, uns mal helfen hier, das Brett auch aufzumachen. Komm schon! Ja, guter Mann! Okay, geht trotzdem auf. Ist die Frage, was passiert, wenn wir runtergehen? Okay, es bleibt. Okay, du gehst voran. Mal gucken hier. Tja, da ist eine Kiste, da sind irgendwelche komischen Gesichter. An die kann ich bestimmt mich ranhucken. Ah, die sind sehr weit, die sind sehr, sehr weit. Frage ist natürlich auch... Können wir mit dem kleinen Knirps fliegen, so wie mit Melody? Ich wollte gerade sagen, es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Scheiße. Ach, so ein Mist. So ein Mist. Egal, wir haben schon etwas aktiviert. Warte mal. Also erstmal gefällt mir nicht, dass hier noch Gegner rumlaufen.
Genau, ihr beiden, ihr kommt mal hier ran auf den Meter. Ja. Die ist gesund. Viel Vitamin B, ne? B wie Bombe, ist ja klar. So, kein Thema. Kein Thema, die Typen. Munition geben sie uns auch, hervorragend. Und, ja, da würde ich mal sagen, gucken wir erstmal, was es jetzt hiermit auf sich hat. Kann man die anheben? Man kann die nicht anheben. Okay, warte mal, wir sagen... Genau, wir sagen erstmal, come on. Dann steht er nicht irgendwo in der Welt rum und wir wissen nicht, wo er war. Jetzt versuche ich erstmal was hier. Aha! Gleich den richtigen Riecher gehabt. Das sieht doch so aus wie Iron Boots. Und erstmal der Boss King. Fuck yeah. Ja, ich würde nämlich auch sagen, wir müssen eigentlich nur den Boss klatschen. Okay, das ist egal. Aber Iron Boots nochmal ausprobieren. Okay, bringt auch absolut nichts. Coole Sache, coole Sache. Komm mal mit. Komm mit, habe ich gesagt. Ja, komm mal. Ja, Kleiner. So, das ist der Weg zurück. Den wollen wir jetzt. Das ist genau, das ist der Weg zurück. Den wollen wir nicht gehen. Wir werden erstmal weiter Dinge kaputt machen, ne? Denn, wie wir alle wissen, Dinge kaputt machen ist immer eine tolle Nummer. Könnte ja was bei rumkommen. Oder es aktiviert sich irgendein Bums. Knapp. Ja, und dann mal gucken, wo wir lang gehen eigentlich hier, ne? Wir könnten jetzt nochmal außenrum nach oben gehen. Aber... Ich würde sowieso sagen, das ist ja nicht ganz so Sinn der Sache. Selbst mit einem Dekoblatt haben wir da ja nicht so die guten Karten. Denke ich. Wahrscheinlich können wir hier irgendwie von unten Wind anmachen. Und damit... Damit... Kommen wir dann ganz nach oben, wo wahrscheinlich der Boss chillt. Das ist jetzt erstmal meine Vermutung. Wir schauen mal, ob wir... Ne, da kommen wir nicht rein. Gut, okay. Weiter Richtung Osten. Scheint ja da so ein bisschen Dead End zu sein. Lassen wir also. Gut, ihr verdammten Mistviecher schon wieder. Zack. Ist natürlich, ne, hier für unseren kleinen Freund erstmal alles clearen. Das ist ja wohl klar. Warte mal. Da ist ein Riss im Boden. Oh, da ist ein Grabschähnchen. Okay, Moment. Moment. Eins nach dem anderen. Wir versuchen erstmal, ob wir diesen Riss da auch freimachen können. Nee. Oder? Warte mal. Hold up, wir haben ja noch mehr Waffen. Hm. Nope. Oh shit. Oh shit. Ich. Yeah. Die bösen Patschähnchen an echt ekligen Stellen eigentlich platziert. Und nee. Nicht mit mir. Das könnt ihr voll kicken. So. Ja, so sieht's nämlich aus. Ein lausiger Rubin. Na gut. Jetzt mal ein bisschen Wind machen hier. Aha! Da ist noch ein Patschähnchen. Patschähnchen werden erstmal konsequent. No! Wow. Das ist ganz schön schnell gewesen diesmal. Ich glaube nicht. Nee. Ist nicht. Nee. Ist Richtung Norden irgendein Raum? Hm. Ach, wir gucken einfach mal. Wir probieren rum, das hat uns doch schon immer weitergebracht. Okay, sagte er und kommt dadurch nicht weiter. Okay, das ist alles cool. Wir schauen mal. Ah, perfekt. Das sieht gut aus. Da hinten würden wir den Song lernen, den wir schon kennen.
Was aber nicht schlimm ist, denn wir haben erstmal eine Plattform-Charm. Was? Okay. Ja, wir haben eine Plattform-Chart. Weiß ich jetzt nicht genau, wo der Sinn ist. Junge, du musst erstmal darüber. Tut mir leid, dass ich so unsanft werfe. Und dann machen wir mal hier ein bisschen Musik. Guter Soundtrack. Guter Soundtrack, 10 out of 10. Gute Melodie. So. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja. Osten oder Süden? Ich würde erstmal Richtung Osten gehen. Fuck! Nee, es war richtig. Hallo! Na du? Öfter hier? Okay, ein Helm nach dem anderen, genau. Und jetzt haut euch mal gegenseitig, genau. Wow, shit. Worth it. Ja, genau. Klatscht euch gegenseitig schön weg. Schön weg. Oh, Alter. Ey. Oh, der Uppercut. Alle getroffen. Okay. Ist zur Zeit für meinen Special Move. Spin to win, Motherfucker! Und gegen die Wand. Nein. Oh, der Dodge. Get juked. Und nochmal, so sieht es nämlich aus. No, shit. Du hast deinen Meter kaputt gemacht. Puh, okay. Alles cool. Ja, perfekt. So liebe ich doch die Räume. So, Ende eines langen Weges, ne? Es geht nicht weiter. Man hat sein Loot, man weiß, alles klar, man hat hier nichts verpasst. Ehrlich, genauso muss es einfach sein. Genauso muss es einfach sein. Wenn jetzt hier noch ein Wasserfall wäre, 10 out of 10. Fuck you guys. Was soll ich mit dem Dreck? Wenn es jetzt auch noch gutes Loot gewesen wäre. 10 out of 10. Hinter einem Wasserfall. Jesus fucking. Ist also wirklich. Ah, ist okay. Sollen wir die Gewissheit, wir haben nichts übersehen, nichts verpasst? Könnte schlimmer sein. Also, loot-technisch nicht. Das ist schon das Schlimmste, was du haben kannst, aber. Ihr wisst, was ich meine. Okay, wir scannen erstmal die Umgebung. Da drüben ist ein Schalter. Komm, flieg und sieg! Flieg und sieg! Komm schon. Und. Drop it! Guter Mann. Och nö, warum? Ich höre Dinge. Dinge, die nicht cool sind. Diese verdammten Magier schon wieder. Aha, da hinten war er. Habt ihr gesehen, den Feuerball? War zwar ganz schön wack, weil er hat gegen das Ding geschossen, aber ist okay. Okay. Ja, ihr wollt spielen, ich verstehe das schon. Na, teleportier nochmal. Feuerball! One shot. Gut, jetzt würde ich sagen, holen wir den kleinen Knirps mal hierher. Denn man weiß ja nie, ob man ihn nicht hier gleich braucht, ne? Genau, komm mal ran hier auf den Meter. Genau, schön fliegen. Der gute kleine Helikopter. Da hinten ist eine Kiste, das finde ich schon mal sehr sexy. Könnte noch was sehr Praktisches sein für uns. Herzcontainer fällt mir da jetzt spontan ein. Oh, das sieht nach Spaß aus für den kleinen Knirps. Drop erstmal, mein Junge.
Aber lass dich nicht krabbeln. Okay, wir bleiben am Boden. Ah, der Schädel da. Der Schädel da, der will mich doch. Es ist gefährlich, aber da musst du jetzt durch. Da musst du jetzt durch, kleiner Knirps. Kannst du dich nicht vom Wind tragen lassen? Doch, kannst du. Nein! Und return. Ich hoffe, damit hat er den Fokus verloren von den verdammten Viechern und die wollen mich. Okay, erstmal wird hier gelootet. Ist ja klar. Kleiner Schlüssel, perfekt. Haben wir schon zwei. Gebrauchen kann man die auf jeden Fall. Besser als das Loot, was wir gerade hatten. Kann man sich schon mal nicht beklagen. Da ist noch das Rest. Ja, das kleine Fitzelchen Energie, was wir brauchen, um hier gut voranzukommen. Ach nö! Scheiße! Nein, bitte Link, bitte! Yes! Nein! Hol dein Brett! Hol dein Brett! Nein! Scheiße! Okay, wir müssen da nochmal zurück. Mist! Ich hatte es so gehofft. Ich hatte gehofft, wir kriegen das hin. Aber ist okay. Es ist vollkommen in Ordnung. Der Knirps, er steht mehr als nur sicher. Und wir sind jetzt unterwegs. Um aufzuschließen. So, perfekt, perfekt. Energie. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Es geht weiter hier im Flugbalanceakt. Ist natürlich kein Thema für jemanden, der diesen Flugwettbewerb gemacht hat, ne? Ist ja klar. Wir erinnern uns letzte oder vorletzte Folge. Vorletzte Folge, glaube ich. Sagt er und macht irgendeine scheiß Combo und verkackt es? Nein! So ein Mist. Okay. Ach, ich bin doch ein Vollidiot, wirklich. Das war doch richtig wack, Alter. F in Chat. Jetzt muss ich da echt nochmal... Ja. Hochmut, ne, kommt vor dem Fall. So ein Mist. Ein Mist. So, jetzt brauchen wir einmal Energie. Und das sieht doch soweit gut aus. So, jetzt aber. Komm, komm. Verkack's jetzt nicht, Junge. Schlag keine Schädel, die sich nicht von alleine bewegen. Das ist eine Regel, die muss ich eigentlich mal aufschreiben. Wenn sich was nicht bewegt, ja, dann lass es doch. Okay, okay. So, der verdammte Magier da hinten geht mir ganz schön auf den Keks, wenn ich mal hin bin. Das ist eine gute Faustregel, sagt der Fluxer. Ja, ist halt echt so. Was mache ich denn jetzt wegen dem Kollegen da hinten eigentlich? Das ist wirklich... Junge, du bist weggemacht. Zack. Get wrecked. So, noch mehr Energie. Und ab dafür. Oh Gott. Nein, 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 nein. Oh, komm du mal ran hier. Komm du mal ran auf den Meter. Komm du mal ran. Ja, ja, komm du mir mal nach Hause. Komm, komm, komm. Das habt ihr nicht gesehen. Puh. Scheiße. So, ne? Dinge kaputt machen. Absolut fucking useless in diesem Moment, aber okay. Scheiße.
bisschen Energie snacken hier. Oh, Pfeile auch gut. Aber Energie, ja. Juicy, juicy Mana, Energie, Gedöns, immer gut. Kommen wir jetzt hier? Ah ja, läuft mal da. Schalter ist aktiviert. Ja, und wie ihr seht, alles richtig gemacht. Scheinbar, jetzt mal so behaupten. Da ist noch so ein Pott. Das ist mehr als so praktisch. Ja, scheinbar alles richtig gemacht, denn davor ganz oben zu aktivieren und dann runter zu droppen, war schon okay. War schon vollkommen richtig. Müssen wir nur mal gucken. Da ist ein... Nee, ist nur eine Spring. Da drüben ist irgendwas, was gar nicht so lecker aussieht mit den ganzen Stacheln. Warte mal, kann man das reiten? Kann man sich darauf stellen und das irgendwie antreiben und wie so ein... Mount? Ach, weißt du was? Komm, kleiner Knirps. Nicht ganz so smart. Glaube ich. Eventuell? Wir schauen uns einfach um. Ich glaube, der Boss liegt wirklich ganz, ganz oben. Man kann hier das Gedöns antreiben und dann, ne? Windtempel und so. Ihr versteht schon. okay. So, der Kleine muss uns mal hier jetzt erstmal die Bäume aktivieren. Das spawnt hoffentlich nicht eine Kiste, sondern öffnet uns irgendeinen Weg. Das wäre mir eigentlich am liebsten. Wobei, nee, da kann man sich ja hochkrabbeln. Oh! Ist das nur so kurz? Warte mal. Nur so ein Anflug von Windkraft. Oh, 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 shit. Nein. Warte mal. Ja. Das ist gut. Wollen wir das Loot oder durch die Tür? Durch die Tür. Okay. Denn ich habe ja die Vermutung, dahinter liegt der Boss. Und ich sag mal, wenn das uns jetzt hier so quasi angeboten wird, hey, du kannst hier gleich rein, den Boss klatschen. Gönn dir einfach mal. Machen wir das natürlich. Okay, never fucking mind. Das ist ein Challenge-Raum. Oh. Oh, come on. Ja genau, kommen alle ran hier. Ah, da war ich zu greedy. Okay, haben wir. Was ist nochmal Loot hier? Okay, Bombenraum, ne, am Ende, geht nicht weiter, fuck the shit, Loot. God fucking damit, und alles für 50 Rubine. Scheiße. voll Mist. Egal, mehr wert als der Joy-Pendant, den wir da vorher gefunden haben. Tja, und jetzt müssen wir mal gucken, da drüben ist nichts. Da ist noch Loot. Erstmal ist natürlich der Kollege dran hier. Wenn er schon so danach fragt, ne, dann kriegt er natürlich. So, ich denke mal, die Schädel, die werden jetzt nicht weiter notwendig sein. Wieso kriegen wir noch eine fucking Shard? Big Octo. Die wir schon vorher kaputt gemacht haben. Okay. Ja, ist gut. Und da kamen wir. Dann nehmen wir jetzt die Kiste hier unterwegs mit. Die hier. Und dann, wenn wir eigentlich auf die unterste... Ach, ihr Schla... Okay. So viel zu irgendeinem... Ja. Nee.
Reiten ist nicht, die gehen mir richtig ins Gesicht. Die wollen mir richtig eine reinhauen. Die Mistdinger. Ist klar. Ist cool, ist cool, ist cool. Ja, okay. So, lasst uns doch mal hier einen schlauen Blick auf die Karte werfen. Hier haben wir angefangen. Ne? Geradeaus, hoch. Dann haben wir da oben das gemacht, was wir machen konnten. Den Raum haben wir auch gerade. Runter. Da einmal alles lang. Sind jetzt hier unten, haben schon Loot gesammelt auf dem Weg. Haben jetzt drei Richtungen. Und, wo ist der Knirps? Scheiße, wir haben den Knirps verloren. Aber der stand doch hier. Dammit! Okay, okay. Wir hoffen einfach mal, dass wir ihn nicht brauchen für den Rest. Scheiße. Ah! Kein guter Babysitter hier. So, Miniboss? Oh ja, Miniboss. Ah, ja, wer kennt's nicht, ne? Wer kennt's denn nicht? Nee, weißt du was? Nee. Nee, 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 nee. Oh, jetzt beschwört ihr auch noch Gegner. Ihr seid mir ja ein paar, Alter. Ja, ja, kriegt alles gleich zurück. Ich hau erstmal hier das Brett rein. Okay, das ist nur ein Escape. Ja, ist okay. Shit. Oh, ich sehe so viel. Okay, 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 okay. Ruhe, Ruhe bewahren. Ich sag mal, hier oben sind wir relativ sicher. Und die können uns eigentlich alle mal. Oh, komm, bleib bei mir hier. Kamera, spiel mit. Oh, oh. Mutig. Mutig. Egal, das lassen wir. Ist der da, 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 da. Okay, einer. Noch einer. Puh, haben wir, haben wir, haben wir. Haben wir auch, Leute. Gefahr ist gebannt. Na gut, er hier noch, aber... Ich sag mal, was will er denn machen, hm? Alleine... Komm schon, komm schon. Wow, Loot. Hat sich ja sogar gelohnt. Ja, nice. Jetzt am Ende finden wir die 5000 Rubintasche. Scheiß Dreck. Wo warst du vorher? Wo? God fucking damn. Das ist okay, brauchen wir sowieso nicht. Wer braucht schon Rubine, wenn er gleich Gandalf klatschen geht, ne? Also, das ist ja, das wäre ja, also wirklich. Jetzt mache ich mir gerade nur so ein bisschen Gedanken, wo ist denn eigentlich der Knirps hin? Ich meine, also zum einen hier unten ist erstmal eine Tür, bei der wir den zweiten Schlüssel brauchen, den wir natürlich schon haben. Warum seid ihr so fies zu mir? Ganz schön asozial, ne? Also, ich sehe jetzt schon so ein Thema, was hier so abgeht. Es gefällt mir erstmal nicht, darf ich das mal sagen? Schieß doch! Nein! Okay, erstmal gucken. Okay, ist alles gut. Über mir. Ach. Mutig, mutig. Was soll ich sagen? Außer, wir können ja erstmal gucken, was hier ganz oben im Raum ist. Und kümmern uns dann um die beiden Kollegen ganz unten.
Vielleicht ist da wieder so ein Schalter, sodass wir den ganzen Bums hier. Oh, das doch. Ja, das ist ein Schalter. Schade. Ich dachte schon, eine Kiste. Ich dachte schon, es wäre eine Kiste. Aber das ist auch okay. Ich vermute fast, damit kommen wir dann einfach hier raus. Müssen wir uns die beiden Dudes da auch nicht antun. Können wir getrost sagen. Fuck this shit, I'm out. Nope. Oh boy. Okay, da hinten sind Grabschehändchen. Nein, wir brauchen den Knirps hier. Ach, so ein Mist. Können wir den irgendwie herteleportieren? Ich hab den verloren, Mann. Oh, God damn it. Egal. Wir haben schon mal solche Stellen gecheased. Wir erinnern uns. Letzter Stream. Ganon's Tower quasi, ne, wo die Rückblenden waren. Und, da hätte man ja eigentlich auch die Schuhe gebraucht, die wir noch gar nicht hatten. Shit. Wir schauen mal. Wir schauen mal. Ich gebe erstmal hier nicht auf. Allerdings sieht das ziemlich schlecht aus. Ja, nein. Okay, pass auf. Speedstrats, denn wir wollen ja noch Gandalf klatschen. So, passt auf. Big Brain Move. Richtiger, richtiger Big Brain Move. Wir gehen einfach neu in den Dungeon rein. Dann haben wir den kleinen Knirps nämlich wieder an unserer Seite. Ziehen hier kurz durch. Können wir dich da rüber schmeißen? Shit, wir können ihn da nicht rüber schmeißen. Na, egal. So umständlich war das Ganze jetzt ja auch nicht. Gucken mal, dass er nicht den komischen Skelett tut. Warte mal, wir könnten den Pot da benutzen. Kann ich da reinschmeißen? Nee. Fuck, dann bringt das. Dann bringt der Pot einem ja überhaupt nichts. Scheiße. Wir probieren es mal. Wir probieren es mal. Wenn der Knirps mit teleportiert wird. Weil das Game richtig nett ist, dann geht das schon. Wenn das Game allerdings sagt, ja Bruder, oh, das Game ist nett. Haha. Ah, okay, cool, 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 cool. Oh no! Scheiße, wo bist du? Es tut mir so leid. Oh Gott, ich bin kein guter Babysitter. Oh mein Gott. Ich hab nicht drüber nachgedacht. Oh Mann, Alter. Ja, guck mal da an sich. Alter. Voll rein in den Mixer, ey. Scheiße. Das hat. Habt ihr nicht gesehen, okay? Das ist nie passiert. So, es geht ab. Wir sehen uns, Leute. Hoffentlich nicht, aber naja, man weiß ja leider nie. Ne? So. Pass auf, du bleibst hier, okay? Du bleibst einfach da. Und ich muss mal ganz kurz hier... Schau mal weg. Ey. Ah, der Hammer bockt, der ist langsam, aber der bockt. Ey, ignorierst du mich? Mach's gut. Wait, what? Okay, cool, Alter.
Nein, komm schon, sei doch nicht so. War schlecht gespielt von mir, ganz schlecht, gebe ich zu. So, komm. So, Kleiner, komm mal, komm mal, komm mal ran hier. So, ich drop dich mal kurz. Aber sammeln wir den Bums hier ein. Perfekt. Und dann müssen wir eigentlich mal gucken, dass wir die Typen da drüben dran baiten. Also hierher holen. Obwohl, na, die sind relativ weit. Oh, der kleine Dude, der tut mir so leid. Wenn ich das scheiß Krabbschändchen da schon sehe, Mann, dann sehe ich doch alles. Ah. Schön reindroppen. Pflanzen. Ach, das macht das einfach raus, okay. Ich hatte jetzt schon überlegt, okay, alles klar, der Wind, ich muss Iron Boots nehmen und mich darüber krabbeln. Nö. Alles einfacher als gedacht an der Stelle hier. Ist ja auch mal nett. Ist ja auch mal nett. Da hätte ich es mir schon komplizierter gemacht, als es ist. Naja. Naja. So, mal kurz hier die Karte auf. Ist klar. Ja, wir sind hier auf einem guten Kurs. Okay. Sorry. Mit Iron Boots muss man hier wahrscheinlich durch. Und weil man damit so langsam ist, muss man erstmal die Dinger hier trappen. Mischen. Klingen fallen. Aber ich sag mal, ist ja kein Thema für uns. Das ist ja klar. Ganz entspannte Nummer hier. Einfaches Rätsel. Kennt man, ne? Man kennt das. Wenn man andere Zelda-Teile gespielt hat, irgend sowas in der Art gibt's doch immer. Ja, wie auf dem Eis, da geht's los. Oh, warte mal, können wir den da überhaupt rüberschieben, den Kollegen? Warte mal. Das ist ein Loch. Ach so. Ja gut. Kriegen wir hin. Kriegen wir alles hin. Sieht jetzt erstmal easy aus, würde ich sagen. Na komm. So. Windstärke 100, das Haar, es sitzt. So soll das sein. Ist nicht so ganz sitzt. Flieg und sieg, kleiner Knirps. Nein! Der Wind, natürlich. So eine Scheiße. Oh, come on. Ah. Okay, wartet mal, wartet mal. Nein. Schieben den mal in die Ecke, dann haben wir da, glaube ich, noch mehr Zeit für die ganze Nummer. Ah, war nicht so smart von mir. Gebe ich zu, habe ich schon besser gemacht. Aber ist okay, ist okay, ist okay. Ja, nein, nein, kleiner Knirps! Doch etwas schwerer als gedacht. Wie gesagt, mach mal. Nein, komm schon, die Hitboxen.
Okay, warte mal, warte mal, warte mal. Plan B. Plan B, Vivian, lass uns diese Box einfach mal nehmen. Den kleinen Dude da am Rand parken. Perfekt. Halt, stopp. Jetzt aber hier keine Scheiße bauen. Wenn wir das Ding nämlich versenken, haben wir die Arschkarte. Komm mal ran hier. Komm mal ran auf Meter, ja. Und dann machen wir uns hier einfach mal das Leben ein bisschen leichter. Ganz entspannte Nummer. So, jetzt fliegen wir vor hier. Und dann machen wir mal... Ja, komm. Einmal noch. Und flieg! Leute! Okay, okay. Macht euch bereit, es ist Boss-Time! Wir haben nicht den ganzen Dungeon geklärt, wir haben einen Gang vergessen. Oder beziehungsweise waren halt einfach nicht in einem Gang drinne. Aber ich würde sagen, wir scheißen da drauf, denn wir haben ja sowieso nicht alles, was wir brauchen, um Ganondorf fertig zu machen. Geht jetzt nur darum, den Boss hier zu machen, damit das Brett, hinter dem er sich versteckt, in seinem Tower, dann auch, auf geht. So zumindest meine Vermutung. Ich hoffe mal, dass das auch stimmt. Ansonsten, ja, weiß ich nicht. Klatschen wir alles, was wir haben, erstmal gegen die Wand und hoffen das Beste. Das Coole ist jetzt, wir haben diesen Boss ja schon mal gemacht. Erinnert euch, in Ganon's Tower, da musste man ja alle Bosse nochmal machen. Coole Musik. Was denn? Mit dem falschen Fuß aufgestanden, ne? Oh, oh, oh. Hier ist er, hier ist er, hier ist er. Nein! Oh, nett, dass er uns ausspuckt. Shit, 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 shit! Nope. Not today! Deine komischen kleinen Mini-Würmer, ich weiß gar nicht, wo du die herholst, Alter. Ich will es eigentlich gar nicht wissen. Die machen wir natürlich auch mit weg, wenn die gerade in der Nähe stehen. Ja, komm mal ran hier. Komm. Nope. Nope. Mmh. Ultra Instinct, that shit. Okay, den nicht. Der war ja, okay, der war bitter. Ich gebe es ja zu. Der war nicht ganz so geil. Na, komm mal. Na, na, da, 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 da. Wir wollen hier nur den Mama-Wurm. Wie jetzt noch mit? Boah, mach keinen Scheiß. Mach doch keinen Scheiß. Weg damit, rum damit, rum damit. Oh, komm. Komm raus, komm raus, komm raus.
Sehr schön. So, was kriegen wir als Belohnung? Ein Kompass, oder? Würde ich sagen. Haben wir noch nicht oft genug. Nee, eine Karte. Na Mensch. Ja gut, dann müssen wir auch nicht weiter durch den Dungeon. Das andere, was wir noch finden würden, wäre der Kompass und wahrscheinlich dann noch irgendwas Triviales. Das passt schon so. Ja, wir haben den Boss gemacht. Ich würde sagen, es ist Zeit für Ganondorf. Ach, direkt raus, weil wir drin standen. Nicht mal die Karte konnten wir uns... Na gut, ist okay. Ist okay, ist okay. Masterfrage, die ich mir jetzt noch stelle. Wollen wir ein bisschen aufstocken? So ganzen... Nein? Nein? Okay. Bisschen Energie, Herzen wären nett. Wir haben zwei Flaschen mit Feen, aber eigentlich... Nee, warte mal, Leute. Wir gehen uns nochmal richtig schön heilen. Ich weiß auch schon genau wo. Und ja, dann... Wie war denn der Teleportationsspell hier, Zauber? Nee, 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 nee. Absolut falsch, glaube ich. Ballad of Gales. Runter, links, rechts, hoch. Runter. Links, rechts, hoch. So, wir teleportieren nämlich hier Mother and Child Isles. Und da haben wir, glaube ich, ein paar gute Feen in der Mitte. Ja, die heilen uns erstmal. Dankeschön, dankeschön. Hallo, hallo. Dankeschön. Hm? Mhm. So, und jetzt sind wir auf dem Weg zu Ganondorf. Echt hoch. Wir können natürlich das Portal benutzen, was ich das letzte Mal nicht benutzt habe, um rauszugehen. Aber diesmal sind wir schlauer, ne? Denken wir mit. Und ja, dann ist es endlich soweit. Folge Nummer 10. Wir sind endlich am Ende. Und ja, wir werden schon gut empfangen, muss ich sagen. So, rein in die gute Stube. So, und bevor wir jetzt reingehen... Also, weiter reingehen, ja, wir sind schon in unserem Tower, klar, aber bevor wir weiter reingehen, schreiben wir hier erstmal auf den Discord so Stream Announcements. Das ist nicht das, verdammt. Gib mir mal hier ein, ist denn hier ein Ad-Zeichen? Verdammt. Ich glaube, ich habe hier kein Ad-Zeichen. Dammit! Doch, jetzt ist es hier. Okay, add everyone. Ganon wird jetzt geklatscht. Und dann noch hier ein großes GG. Glaube ich. Oder nee, ein RIP. Komm, wir nehmen RIP. Wir nehmen RIP. Schönes RIP-Zeichen hier, Moment. Da. Und dann, ja, wir wollen natürlich an alle das senden. Alle guten Leute hier auf dem Discord sollen das sehen. Ganon wird jetzt geklatscht. So, raus aus dem roten Dude. Rein ins Abenteuer. So. Wir erinnern uns. Hier waren wir ja schon mal. Das ist das Brett, was nicht aufgeht. Glaube ich? Nee, Moment. Nope. Wieder mal die falsche Tür. okay. Das da hinten ist das Brett, das nicht aufgeht. Genau. Genau. Okay, jetzt taucht die Ganon auf. Also Shadow Ganon. Oh, warte mal. Was mir entfällt. Man hätte ja hier eigentlich...
auch mal den Lichtpfeil benutzen können. So. Und jetzt will ich aber wissen, warum geht dieses Kackbrett nicht auf? Wir haben doch alle Bosse gemacht. Okay. Plan B. Plan B, wir benutzen einfach alles, was wir haben, um dieses Ding zu öffnen. Angefangen mit dem Master Sword, was nichts bringt. Schön. Lichtpfeil? Nein. Scheiße. Hammer! Bombe! Boomerang? Spreng dich einfach auf! Okay. Aber der Boomerang. Der treue Boomerang. Scheiße. Hammer? Nein! Ah, komm schon. Hm. Plan B auch nicht so. Nein. Vielleicht muss man die Tür füttern. Hat sie Hunger? Nee. Hm. Okay. Boomerang. Sehen wir irgendwas, was wir anschießen können? Auch nicht. Scheiße. Wir können ja erstmal Krüge aufmachen. Und dann... Warte mal. Warte mal. Oh, das könnte gehen. Moment. Ach so, okay, klar. Okay, Plan B, wir benutzen alles. Hätte man sich ja denken können. Wie geht die Tür denn sonst auf? Also in einem normalen Spiel. Naja, sowas ist ja quasi das normale Spiel. Ich weiß nicht, wahrscheinlich haben wir irgendeinen Hinweis überlesen. Mit, ey, yo, nimm einfach sein Schwert und hau das da rein. Dann geht das schon. Okay, naja, gut. Okay, lasst mich noch mal ganz kurz einen Schluck trinken. Einen Moment, Leute. So, man muss ja hier frisch und nackig rangehen an die Nummer. Hab mit größeren Wachen gerechnet, aber gut. Ja, genau, sowas hier. Moin, moin. Aus da rein. Ha, sneaky breaky. Und da ist seine Tür. Na, ihr Süßen. Okay, wahrscheinlich müssen wir euch besiegen. Oh oh. Ah, ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht damit gerechnet. Scheiße. Dass das Tor verschlossen ist. Ich dachte, wir können einfach durchgehen. Ich hatte es gehofft, sagen wir mal so. Ne? Man hat davor den ganzen Bums gemacht und kann jetzt einfach durch. Nee. Scheinbar nicht. Wir werden nicht verschont hier. Wir hoffen einfach mal, dass wir nur die beiden Großen von ihm kaputt machen müssen. Ah, God fucking damit. Kriegen wir das vielleicht so auf? Ah, okay, Leute. Nochmal ganz kurz zurück. Nur einen kleinen Augenblick. Junge, was? Ja, schlag zu. Komm. Nicht wegschubsen. Okay, kein Konter. Alter. Du gehst mir ganz schön auf den Sack. Ey, komm.
Deine kleine Verzögerung und dann sind wir bei Ganondorf. Meine Fresse, steht doch nicht nur dreimal auf hier. Ich wollte schon gesagt haben. Oh ja, warte mal. Das Brett nehmen wir aber erstmal. Ja, wir pieksen den Arsch. Wie gefällt dir das, ne? Was? Jetzt? Okay, okay, Leute. Macht euch bereit. Das ist mal ein Zoom gewesen. So, die Orbs nehmen wir mit. Ganz klar, wir wollen ja hier nochmal frisch und knackig, wie gerade eben schon gesagt, da rein. Und dann gucken wir mal. Also, was brauchen wir auf jeden Fall? Den Boomerang nehmen wir mit. Der ist absolut mega gut. Der hat uns so krass geholfen in dem Spiel. Alles und jeden Stun. Kann man halt mal machen, ne? So, Ganondorf. Ja, zeig mal, was du kannst. Wir haben zwei Feen dabei, die können uns resen. Okay. Schon ein bisschen creepy, oder? Ich würde mal sagen, wir müssen an seinen Schwanz sein. Oder? Können wir irgendwo reingehen? Nicht wirklich. Junge! Nee, das ist nur wasted. Das ist nur wasted. Okay, da ist ein roter Faden. Na, komm. Nee. Okay, wir müssen. Wait. Er dreht Pirouetten. Warum dreht er jetzt hier Pirouetten? Was ist los mit dir, Kollege? Ja. Marionette. Ja, komm schon. Boomerang! Sei mir treu! Warte, die blaue Kugel. Nee, Moment. Einfach noch mehr kaputt machen? Nicht die blaue Kugel? Okay, das ist es nicht, das ist es nicht. Yo, der gute Slate ist am Start. Warte mal. Was ist jetzt für mich? Ja! Übelst paralysiert hier den. Okay, cool. Ja, herzlich willkommen, Slate. Schön, dass du am Start bist, mein Junge. Und ja, der Bossfight, was soll ich sagen? Es geht los. Erstmal mit Marionetten. Gerne im Dorf, was ein bisschen creepy war, weil wir einfach reingesimpt waren. Ne? Es gab keine Cutscene und nichts. Was macht der hier eigentlich? Spin to fucking win oder was? In der Zeit knabbern uns hier die Fledermäuse halt tot. Er dreht seine Pirouetten. Oh. Okay. Ey! Oh, komm schon! Ja. Komm. Ja, schlag zu, ist okay. Haben wir kommen sehen, ist okay. Kugel ein zweites Mal. Alle guten Dinge sind drei, ne? Zelda Games, ihr wisst Bescheid. Dann haben wir Marionetten Ganondorf fertig gemacht.
dreht wieder seine Pirouetten. Genau, er spawnt ein paar Gegner wahrscheinlich. Na komm. Komm. Da kommen die Fledermäuse. Da sind sie. Die kleinen Mistviecher. Dreh nicht eine mehr Pirouetten. Der Boomer kommt nicht zurück. Scheiße. Komm schon. Boah, ja, wie soll ich denn... Sag mal. Dreht der sich hier sonst so was? Ja, ja, genau. Danke dir. Bitte, danke. Nein. Erstmal die Arme. Genau, erstmal gibst du mir deine Arme. Genau. Dann gehst du mich nicht damit auf den Keks. Oh, ja. Jetzt geht's los. Komm schon. Wir können doch nichts machen, während der Kack-Boomerang in der Luft hängt. Oh, meine Fresse. Okay. Gerne Nummer 1 geklatscht. Naja, das ist nicht der echte. Und Nummer 2, eine fancy Spinne. Oh Gott. Ja, genau. Gut, Frage, was müssen wir tun? Das sieht aber ganz nach Bombe ins Maul aus, oder? Ey, renn doch nicht weg hier. Diese Kackfledermäuse. Ach, die droppen Sachen. Okay. Ist okay. Apropos, wo ist... Oh, da ist er. Oh. Ja, hier, friss. Okay, Bomben sind es nicht. Scheiße. Warte mal, hinten der Schwanz. Ja, spin to win my ass, Alter. Natürlich nicht Pfeile. Was denn sonst? Er spinnt über uns wie ein Madman. Da ist sein Tail. Und Hit Nummer 2. Jo, Brudi, danke. Kriegen wir hin, den Kollegen. Boah, jetzt geht er ab, Alter. Na komm. Marionette, eine Spinne, was ist es jetzt? Ein Lurch! Okay, wie halten wir den Lurch auf? Müssen wir ihn überhaupt aufhalten? Oh shit. Okay, das macht Damage. Da wasten wir nur eine Menge an Shit. Shit, den wir nicht haben. Aha. Bombe ins Gesicht. Und auf den Tail. Finde ich gut, ja. Bomben schmeißen wie ein Madman. Alles klar, machen wir. Hallo. Und Hit Nummer 2. Nummer 3 incoming. Oh, nicht diese Mistviecher, nein! Oh, er macht sie selber weg. Guck mal. So. Marionette, Spinne, Lurch. Und jetzt? Der echte Ganon, oder? Ah, ich denke, Leute. Na ja, schauen wir mal. So, wir kommen Ganondorf.
Wir kommen. Wir sind bereit für dich. Bisschen angeschlagen, aber wir haben zwei Feen dabei. Munition ist auch am Start. Ah, das Mana, das könnte noch ein bisschen aufgefrischt werden eigentlich. Aber gut, dann ist das jetzt so. Es wird bestimmt was in der Arena zu finden geben. Und ich hoffe mal, das ist auch jetzt hier der Weg, dass ich mich nicht hier hart vertue wieder. Aber eigentlich sieht es nicht so aus, als würde es irgendwo hingehen. Scheiße! Weg damit! Ach doch, Moment, 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 Moment. Ja. Der Witz ist hier ein bisschen tricky machen. Ich sehe das, ich sehe das. Der alte Marionettenspieler, der. Aha. Okay. Sehr nett auf jeden Fall. Shit zum Refreshen hoffe ich. Ja. Oh ja. Sehr nett von ihm, uns da nochmal eine Stärkung dazulassen. Und da gucken wir mal, wo müssen wir ran? Da. Ach komm, die 3 Meter. Nicht vom Gerüst fallen. Ja, du sagst es. Du sagst es, mein Junge. Ich sehe es schon kommen. Ich mache hier noch irgendeinen Fehler und springe einfach. Ja, ganz langsam. Und springe einfach runter. Und ein bisschen ruhig hier, muss ich sagen. Ganz schön ruhig. Bist besonders dramatisch machen, Gendorf. Geschafft, naja. Okay. Da ist er, der Sü. I'll use this bow to cover you, attacking him as best as you can. Ja, danke. Die Cutscene wäre jetzt aber eigentlich schon nett gewesen. Komm, jump me. Nice one, Zelda. Nein. Der Konter und der Schuss und rein da. Hey, ganz ehrlich. Motherfucker. Nein. Unsere beste Technik hat er geblockt. Du Sau. Oh, der Hit, der Hit, der Hit. Nein, 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 lass Zelda in Ruhe. Alter! Er gibt dir die übelste Schelle! Alter! Zelda! Haben wir den Bogen wiederbekommen? Nein, haben wir nicht! Okay, nur blocken geht auch nicht. Du bist so ein. Ach so, okay, danach, Konter danach, Konter danach. In den Arsch rein. No. Zelda, ja, steh auf! Komm schon! Mädel! Okay, pass auf. Wir werden auch hier nicht down gehen. Wir benutzen die Fee selber, ja? Zelda, gib ihm! What? Alter! Und der blockt hinter seinem Rücken! Ja, ist klar, Bruder! Ja, wir nehmen gleich die Fee. Komm, Zelda! Diese miese Sau. Die Fee gibt uns neue Kraft. Alter. You have to distract him. Are you ready? I'll aim for you and you use a shield. Komm
schon. Zelda. Nein, ich hätte A drücken. Ja, ja. Ja, Mann. Rein da. Wir haben ihn, Leute. The wind, it is blowing. Wir haben ihn kaputt gemacht. Woo! Ja, ich weiß, das schöne Schwert, Mann. Cyphex. Ja, war anstrengend. Was soll ich sagen? Ach. My children, listen. I have lived regretting the past and I have faced those regrets. I have lived bound to Hyrule. Ja. In that sense, I was the same as Ganondorf. Ach komm. Du wolltest die Welt hier nicht. Nee, 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 nee. Jetzt mach dich mal nicht so schlecht, okay? Vor allem, Leute, das ist ein gigantischer Wasserfall. Eigentlich will ich hier jetzt noch Loot sehen. Ja, wir haben in einem Wasserfall gekämpft. Das ist 10 out of 10. Jetzt muss hier aber noch was kommen. Wenn der mir jetzt eine Karte droppt, dann weiß ich auch nicht. Dann weiß ich auch nicht. Wait, you could come with us. Ja, du kannst wieder der rote Dude sein. We have a ship, we can... Chatball war weg. Alles gut. It will be your land. Willkommen zurück, Soras. Wir haben Ganondorf in einem massiven Wasserfall. Kampf. Bosskampf besiegt. Ist das aber noch Loot? Das war ein mega Wasserfall. Wollen wir das Schwert? Wir lassen das gute Schwert zurück. Ja, mach's gut, Alter. Nein, roter Dude! Und da war es von Samus. Ja, Mann. Ja, nur so kann er überleben. Das ist. I've scattered the seeds of the future. Nur so kann man da überleben. Ist ja klar. The game will save and make a file for a second playthrough. To keep current save data, save over a new quest log. Do you want to save? Ja, Mann. Ja, nice! So, jetzt will ich aber nochmal gucken, Leute. Was ist denn jetzt, wenn wir die andere Datei starten? Also, das ist klar, ne? Wir sind krasse Typen, da ist der Stempel. Zack, durchgespielt. Aber wo kommen wir denn jetzt hier eigentlich raus? Ah, damn it! Nicht mal nach dem Bossfight! Schade. Sehr schade. Hätten wir noch mal für gerne speichern müssen. Aber ist egal. Wir haben ja alles auf Video. Ne? Also, zack. Wird ja noch schön auf YouTube hochgeladen. Kann man sich immer wieder und wieder und wieder und wieder geben. So, jetzt gucken wir noch mal ganz kurz in die andere Save-File rein. Und da würde ich doch sagen, war das heute ein richtig erfolgreicher Stream. Wir starten da, wo der Randomizer startet. Kein Bonus-Loot, kein gar nichts. Schade. Naja, gut. Da, wo die Reise angefangen hat, da soll sie auch aufhören. Würde ich doch mal sagen, ne? 10 Folgen. Es war eine Reise. Und ja, danke auf jeden Fall an alle, die dabei waren. Immer wieder und wieder hier in den Streams. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Der Wind Waker Randomizer. Und ja, an der Stelle möchte ich auch gleich sagen, Retro Madness wird erstmal unterbrochen. Für... eine Weile? Einen guten Monat vielleicht mehr. Ich werde ab sofort Dienstag auch immer so Singleplayer-Action machen, weil wir haben ja jetzt doch einiges, was wir da... oder ich habe da einiges, was ich gerne spielen möchte und euch natürlich für euch streamen möchte. Deswegen ja, das war quasi hier der Abschluss erstmal für die Retro Madness. Wird wiederkommen, wenn ein bisschen weniger im Singleplayer-Bereich vorhanden ist. Ja? So, und damit würde ich den Stream an dieser Stelle hier beenden.
Gab's noch irgendwas? Nein, stopp, halt, stopp. Noch was ganz Wichtiges. Noch was ganz Wichtiges. Also erstmal, Gatorade schreibt, war gut, Brudi, geiles Game gewesen. Das freut mich. Ja, ich habe auch mitbekommen, du hast ja mal fleißig auf YouTube geguckt, wenn du nicht im Stream warst. Hat auch wirklich Spaß gemacht. Und genau, noch eine wichtige Sache für den morgigen Stream, auch das mal so als Ankündigung. Ihr könnt noch abstimmen gerade auf Discord. Morgen spielen wir entweder Super Mario Galaxy oder Sunshine. Da bitte mal reingehen und voten. Und ja, genau, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war's von meiner Seite für heute. Jetzt kommt nochmal das nice Intro, wofür der gute Slate uns hier die Musik gemacht hat. Und ja, das war das. Ich wünsche euch einen traumhaften Abend, Leute. Und wenn ihr Bock habt, morgen wieder einschalten. Ja? 21 Uhr geht's los. Bis dahin, macht's gut, haut da rein. Ciao, ciao. Und ja, natürlich könnt ihr jetzt hier noch die Soundeffekte spammen. Das ist natürlich klar, lasse ich noch ein bisschen an. Ehrensache. Genau. Eure Intros, eure Outros, Leute. Ihr wisst, wie es läuft, ja? Macht's gut. Ciao, ciao. Smoke weed every day. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Yay!